Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tech-Video. Diesmal geht es um Nutanix Clusters, das Erstellen eines Nutanix Clusters in AWS. Wir klicken in unserem Cloud-Portal, welches für jeden Nutanix-Customer verfügbar ist, klicken auf Create Cluster. Wir wählen unsere Organisation aus. Da würde dann normalerweise Ihr Firmenname stehen. Wir benennen den Cluster. Dann wählen wir den Cloud-Provider aus, in dem Fall jetzt hier AWS. Azure wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann wählen wir die Region aus, in dem Fall jetzt hier für Frankfurt. Ein existentes VPC-Setup wird hier einfach ausgewählt. Dann wählen wir noch ein privates Subnetz aus, klicken auf Next. Dann können wir auswählen, welche Art von Bare-Metal-Server für den Cluster bei AWS entsprechend zur Verfügung gestellt werden soll und wie viele Nodes. Den SSH-Key für den Fall, dass man sich mit dem Terminal auf die CVMs anmelden möchte. Dann wählen wir die Lizenz aus. Sollten Sie im Besitz einer CBL-License sein, könnten Sie diese auch hier weiterverwenden. Dann wählen wir noch die AOS-Version aus, die auf AWS ausgerollt werden soll, auf dem Cluster. Für Prism Access können wir auswählen, ob wir das übers Internet managen wollen oder von unserem lokalen Nutanix Cluster aus. In dem Fall wird das hier ausgewählt. Des Weiteren können wir noch ein Ablaufdatum für den Cluster bei AWS setzen, dass er automatisch auch wieder runtergefahren wird und zerstört wird. Zu guter Letzt bestätigen wir das noch einmal, klicken auf Create. Circa 30 bis 40 Minuten später haben wir einen produktiven Nutanix Cluster in AWS ausgerollt und können ihn entsprechend mit unserem lokalen Nutanix Cluster verbinden und von dort administrieren.